Hallo und herzlich willkommen auf meinem schönen kleinen Channel. Ich habe heute ein Video für euch, das eigentlich überhaupt gar nicht geplant war. Also ich hätte heute überhaupt nicht vorgehabt, überhaupt ein Video zu machen. Aber ich war gerade am Briefkasten und habe meine Eco Emmy Box rausgeholt. Meine allererste Eco Emmy Box. Juhu! Die ich eigentlich gar nicht heute erwartet habe. Ich dachte eher, die kommt morgen oder vielleicht Samstag oder sowas. Und deswegen war ich auch überhaupt nicht darauf vorbereitet, überhaupt ein Video zu machen. Deswegen sollte ich jetzt irgendwie derangiert oder sowas aussehen. Entschuldigt bitte, also ich habe eigentlich nicht geplant gehabt, heute irgendwas zu machen. Von daher, okay. Ja, ich habe mir aber gedacht, da die Eco Emmy ja jetzt da ist, machen wir das Video und packen die Box doch einfach mal zusammen aus. Dann können wir zusammen sehen, was in dieser Box eigentlich drin ist und ja, ob sich das Ganze jetzt gerade für mich lohnt oder nicht, weil ich bin total, total gespannt auf diese Box. Ich habe sie sehnlichst schon erwartet. Ich hätte schon vor einer Woche die Shipping-Info bekommen. Allerdings stand auch drin, dass sie erst am 22., also gestern, verschickt wird. Dass man das halt nur früher bekommt, weil sie die Stamps schon fertig machen und draufkleben, was ich eigentlich ganz cool finde. Da weiß man, wie es das wirklich rausgeht. Ich merke gerade, ich habe gar keinen Lippenstift drauf. Egal, wurscht. Auf jeden Fall, ich habe auch für diese Box Anfang Januar subscribed. Und auch da ist das Prinzip, dass man die erste Box im Monat drauf bekommt. Und genau, jetzt haben wir Februar. Also ich habe die Februar-Box bekommen, im Januar die ganze Sache bestellt und im Februar die erste Box jetzt bekommen. Kostet nur die ganze Sache $15 pro Monat, also ist $5 teurer als alle anderen Boxen, die ich bis jetzt soweit gesehen habe. Also aber nichts macht, wenn was Schönes drin ist. Und ja, sie kommt halt einmal im Monat und immer so um den, ja, irgendwas um den 20., zwischen 20. und 30. rum. Soweit, so gut. Und jetzt habe ich die Box für euch und zwar so sieht das Ganze aus. Also sie kommt hier in so eine Flatrate-Box. Passt auch in mein Postfach. Vorne steht auch February Box drauf und ja, mein Name bla bla. Ich habe selbst wirklich noch nicht aufgemacht, das ist noch alles zu. Sie ist relativ schwer. Okay, also jetzt machen wir das Ganze mal auf. Ich hasse diese Verpackungen. Es klebt wie Atze. Aber machen wir sie nur Finger kaputt. Okay, also machen wir sie auf. Okay, erstmal kommt hier so klebt fest, grünes Papier. Dunkelgrün und hellgrün und dann ist das der Inhalt. Ist ja süß. Hier sind auch so ein paar Sterne festgemacht und ja, das ist jetzt mal so der Inhalt, der sich mir da bietet, wenn ich hier reingucke. Und hier sind so kleine Sternchen festgemacht. Also die liegen da einfach nur drauf. Hier steht I love Eco Emmy, the best way to go green. Nice. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht, ja, natürlich verlieren wir die ganzen Sterne. Okay, also fangen wir mal an. Und zwar hier unten sind jetzt so ein paar Kartenzeugs drin. Hilfe, Sterne. Eine ganze Menge Kartenzeugs ist hier drin. Also, wir haben einmal, was ist das? Dr. Robin All Natural Chemical Free Sunscreen for Children SPF 30 Plus. Cool. Hier ist schon mal direkt eine Probe. Und zwar eine Sonnencreme-Probe für Kinder, was ich ganz cool finde. Denn Eincreme, ihr wisst, ich habe es voriges Jahr immer gesagt, ich sage es dieses Jahr wieder, sobald die Sonne scheint. Ich gehe auch normalerweise sonst, also ich habe eigentlich überall einen Sonnenschutzfaktor, von daher ist das schon mal egal. Aber auch die Kiddies müssen eingecremt werden, also haben wir das hier und es sieht eigentlich ganz süß aus. Dr. Robin. So ist dieses Kärtchen. Okay, also das war schon mal die erste Probe. Jetzt haben wir hier so eine ganze Menge so Kartenzeugs und so. Da haben wir einmal... Oh, die Eco Emmy Box feiert momentan ihr einjähriges Jubiläum. One Year Anniversary Eco Emmy Box. Da stehen hier nochmal auch Text drauf. Und hier stehen dann die ganzen Sachen drauf, die drin sind. Das ist eine ganze Menge, was hier drin ist. Muss ich schon mal gleich, kann ich euch so sagen. Es ist diese Karte. Dann haben wir hier so eine Valentine's Special 15% off all online orders von Lauren Brook Cosmetics. Keine Ahnung, noch nie gehört.
Dann haben wir eine Karte von Queen Body, Queen Planet. Und zwar From Seed to Shower. Irgendwie Conditioner und Shampoos. Das hier. Dann haben wir einen Tee, Mighty Leaf. Hier gibt es auch wieder einen Gutschein, 20% off all Tea Pouches, Pouches and Loose Tea. Das ist das hier. Dann haben wir das. Certified Organic Laundry Detergent. Okay. Auch ein Promo-Code für Waschmittel, Spülmittelzeugs. Und Body Odor Sweat and Deodorants Crystal. Respect the Body. Okay. Ja, hier für so Deo-Zeugs. Und das war alles so schön in so einem kleinen großen Blatt Papier. Dann können wir es nicht verlieren. Packen wir das auch wieder rein. So, okay. Ja, jetzt fangen wir mal an. Also wie gesagt, die Sunscreen gehört schon dazu. Das ist ein Sunblock, der normalerweise 3,5 flüssige Unzen hat und 24 Dollar kostet. Gut, Sonnencreme ist generell ja ziemlich teuer, also von daher. Und hier sind halt 2,5 Milliliter drin, 0,8 Unzen. Also eine Probe halt. Ja, dann. Das ist total süß. Das ist so verschiedenartig, wenn ich mir die Stelle. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Karton. Das ist sehr, sehr süß eingepackt, muss ich wirklich sagen. Oh, okay. Hier so ein Mini-Sample von diesem Lauren Brook Cosmetics, was ich vorhin gesagt habe. Body Butter Sweet Chai. Also ist wirklich winzig. Winzig. Kann schnuppern. Ja, es riecht wie Chai. Chai-Tee. Irgendwie sehr würzig, sehr... Naja, nicht nach Tee, aber sehr einfach halt dieses Chai-Gewürz. Sehr würzig halt. Kann man gar nicht anders beschreiben. Steht da jetzt hier irgendwo was drauf? Body Butter by Lauren Brook Cosmetics. 0,7 Unzen Tube für 6,50 Dollar. Also hier, ich weiß nicht, wie viel jetzt hier drin ist. Das kann man jetzt nicht wirklich daran ausmachen. Aber ist nett, kann man ausprobieren, finde ich gar nicht schlecht. Dann haben wir drin, oh, das ist toll, das ist echt toll. Gott, oh Gott. Von diesem Crystal Gegenschwitzen oder sowas, das sind 4 Towelets, also so Mineral Deodorant Towelets, also das ist so eine Art Deodorant-Tücher, mit denen man sich im Prinzip einduften kann oder sowas. Halt für unter die Arme, ne? Ja, in Lavender and White Tea. Das sind hier so kleine Towelet Packages. Ich finde es total witzig. Also das sind 4 Stück. Haben wir hier, die kann man gut ausprobieren. Bin ich mal echt gespannt darauf. Ich habe sowas absolut noch never ever probiert. Und hier hinten ist auch überall der kleine Cruelty-Free Bunny drauf. Also finde ich ganz witzig. Ja, die würden kosten, lasst mich nachschauen, hier. 24 Stück kosten 9,99 Dollar. Das finde ich ist ja total in Ordnung. Also das wäre ein richtig, richtig guter Preis, muss ich echt sagen. Also wenn die gut sein sollten. Ich habe ja mein Deo, von daher, ja. Weiß ich nicht, ob ich jetzt sowas groß benutzen würde, weil es ist ja auch trotzdem eine Menge Abfall. Cream. Okay. Auf jeden Fall werde ich es ausprobieren und werden wir sehen, wie die sind. Dann ist hier drin, oh, das ist lecker, das mache ich mir heute Mittag, ein Tee, Chocolate Mint Truffle Tea. Ja. Chocolate Mint Truffle, das klingt super, super lecker. Ein Teebeutel. Den werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und hier steht drauf, Herbal Chocolate Mint Truffle Tea by Mighty Leaf Tea. 4 Ounces ist $11,50. Keine Ahnung, wie viel jetzt dann Teebeutel drin wären bei 4 Ounces, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Dann haben wir einen Lip Balm in Chocolate Lip Balm.
Actually, DeGoa Certified Organic Chocolate Lip Balm in Roseberry. Das ist hier sowas. Sehr witzig, sehr süß. Ja. Das denke ich mal, wird eine Full Size sein. Oh, das riecht interessant. Das riecht nach Schokolade und irgendwie fruchtig dazu. Fruchtige Schokolade. Da wir nichts drauf haben. Schmecken tut es jetzt nach gar nichts. Ja, fühlt sich ganz nett an auf der Lippen. Muss ich ehrlich sagen, ist da irgendwas Spezielles? Organic, bla, alles organic, natürlich Sonnenblumen, Beeswax, bla bla. Im Prinzip wie immer, Ecolabs. Ja, fühlt sich echt ganz gut an. Also kann ich jetzt nicht meckern. Da kostet einer, ist das jetzt so ein großer? Also ist das jetzt ein, ja, ist eine Normalgröße. Wäre jetzt auch ein bisschen dusselig sonst. Würde 3,49 kosten. Also finde ich ganz cool. Ja, fühlt sich echt gut an auf den Lippen. Dann haben wir hier so ein kleines Leinensäckchen. Da schauen wir mal, was jetzt hier drin ist. Ups. Das mal aufmachen. Gespannt. Ich bin echt gespannt, ist das was zum Essen? Das sieht weird aus. Das sieht echt weird. Das macht mich jetzt auf den ersten Blick mal überhaupt gar nicht an. Also mal so absolut überhaupt nicht. Was mache ich damit? Soll ich das essen? Ich glaube, das sind Organic Soap Nuts. Das soll Seife sein? Was macht man denn damit, um Gottes Willen? Da steht ja nichts zu. I came across this product. I loved it and immediately thought I must get this into my box for my customers to try as well. Soap nuts are small berry-like fruits with a hard shell that grow in a warm tropical climates like India and other South and Asian countries. One hurts. Laundry detergent. Aha. Aha. Das ist ein Laundry Detergent. Also, das tut man in die Wäsche. Auf die Idee wäre ich jetzt aber nicht gekommen. Ich dachte, das muss man essen oder so. Also, es kommt irgendwie in die Wäsche. Das benutzen die in Südasien und Indien. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Okay. Werden wir ausprobieren. Ich bin ja bei, also wenn ich so lange wie es nicht essen muss, bin ich ja sehr offen für sowas. Okay. Weird. Dann haben wir hier, das ist hier so grün eingepackt und klappert. Es klappert. Und zwar, ich glaube, das Video wird ellenlang. Es tut mir leid, aber ich kann nicht schneller auspacken, weil sonst kann ich euch ja überhaupt null sagen, was es ist. Okay. Freedom Cloth. Free of synthetics, chemicals, parabens, mineral oil, artificial ingredients, pass-through chemicals, animal testing. For gorgeously healthy lips. So, und noch was für Lips. Revolution Organics. So sieht das Ganze aus. Sehr interessant, sehr interessant. Ach so, diese Laundry Detergent Nuts, Organic Soap Nuts sind normalerweise 39,99, also ziemlich teuer das Ganze. Jetzt haben wir das hier, steht das hier irgendwo? Freedom Lip Gloss by Revolution Organics. Kostet volle Größe $26. Aha, das ist also ein Lip Gloss. Inna, ihr dürft dreimal raten. Dreimal. Was? Was ist immer für Farbe drin? Was sind immer für Farben drin? Na? 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 Grün. Nein, rot. Of course. Irgendwie muss rot ganz schlecht gehen. Okay, Farbe ist jetzt. Das sieht ein bisschen mousse-mäßig aus so. Wenn man das sieht, ihr das hier? Bisschen witzig. Okay. Ew. Es riecht merkwürdig. Ich swatche es lieber erstmal auf der Hand.
Oh, das ist sehr, sehr deckend. Sehr rot. Okay. Ja, Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also, ich nehme schon roten Lippenstift und so ein Zeugs, aber okay. Das hat jetzt so ein komisches Geräusch. Weiß ich noch nicht. Aber ist das eine volle Größe? Ja, ich glaube, das ist die Full Size und ja, yep, kostet $26. Also nicht schlecht. Das hier haben wir jetzt da drin. Und weiter geht's. Es sind noch ein paar Sachen drin. Man mag es kaum glauben. Also ich, von der Menge her bin ich begeistert. Jetzt haben wir hier, das ist eine Seife. Riecht gut, riecht gut. Meine Schere geworden. Spieße ich nicht mehr auf damit. Ja, die riecht gut. Das ist eine Seife. Olive Soap bei Olive Skin. Interessant. 4,5 Unzen kosten 8,95. Hier sind drin, keine Ahnung, 100% Olivenseife. Hätte ich jetzt kaum gedacht. Keine Ahnung, es steht nicht drauf, wie viel hier drin ist. Auf jeden Fall ist sie so groß. Ich erzähle die ganze Zeit und zeige euch nichts. Das ist auch super. Ja, das ist diese Olivenseife. Und die riecht wirklich lecker. Total frisch. Das ist immer so dieses Bild, wenn ich irgendwo ein Video sehe und jemand hängt dann mit der Nase in irgendeiner Kerze oder Seife oder irgendwas, weiß ich was. Es ist immer sehr interessant. Aber ich finde, es riecht wirklich richtig gut. Also gefällt mir. Da freue ich mich richtig drüber. Also ich liebe Seifen. Ich probiere auch sehr, sehr gern Seifen aus. Ach übrigens, das habe ich euch jetzt auch nicht gezeigt. Das kommt jetzt hier in diesem Organza-Beutelchen, was ich auch sehr süß finde. Total niedlich und lieb. Und jetzt haben wir noch zwei Sachen, und zwar ein Shampoo und Conditioner. Kann ich ja immer gebrauchen. Von Queen Body, Queen Planet. Das hatten wir ja vorhin auch schon. Und da kostet. Hier, okay. Da kostet die normalen Größen. Really? Are you sure? Die kosten zwischen 21,95 und 64,95. Alles klar. Größen sind jetzt überhaupt nicht angegeben. Kommen aus Kanada, sehe ich gerade. Not for resale, das ist gut. Toxin-free, silicon-free, alcohol-free, cruelty-free, biodegradable, vegan. Okay. Sehr schön. Also das sind hier Shampoo und Conditioner. Ich finde, es sieht ja doch grün aus. Also würde jetzt sagen Green Cosmetics, also kein Thema, ne? Ja, ist okay. Der Geruch haut mich jetzt nicht gerade vom Hocker. Sehr green. Wisst ihr, was ich meine? Sehr organic. Ja, ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich jetzt gesagt hätte im Laden, muss mit. Aber ja, trotzdem, ich werde es sicher mal ausprobieren. Also, ich bin ja immer für so ein Zeugs, ne? Also, es sind keine Silikone drin und es ist sonst auch, glaube ich, ganz okay. Es ist zwar jetzt keine Inhaltsangabe, aber Inhaltsstoffangabe drauf, aber egal. Also, die zwei sind auch noch drin. Ja, werden wir mal ausprobieren. Okay, jetzt sind wir sind durch. Wir sind durch mit der Box. Wieder einpacken hier. Sehr im Prinzip eigentlich, muss ich sagen, exakt das, was ich erwartet habe. Also von den Produkten her, ich finde es einen total schönen Mix. Also ich habe jetzt in der Box absolut nicht erwartet, überhaupt irgendein Make-up-Produkt drin zu haben, weil ich die Box auch deswegen gar nicht bestellt hätte. Ich habe sie mir eigentlich im Prinzip bestellt, um mal ein paar so Sachen wie eben bestimmten, also mal irgendwie einen Tee oder manchmal war schon Kaugummi drin oder eben diese Seifen oder eben auch dieser Laundry Detergent. Ich finde sowas total witzig und ich finde es irgendwie ganz cool, so Sachen mal auszuprobieren, weil ehrlich gesagt finde ich, die Box ist mehr zum Ausprobieren und mehr zum Verbrauchen als die meisten anderen Make-up, Beauty, Skincare, bla bla. Sachen, die man normalerweise bekommt, halt jetzt mit der Glossy Box, Birch Box, mit Box of Beauty von Douglas und Mycelin Box und ich weiß gar nicht, was ich noch für eine Box bestellt hatte.
Die kommt aber erst nächsten Monat. Finde ich das irgendwie total witzig, weil, wie gesagt, es ist halt wirklich mal ein bisschen was Verschiedenes drin und die meisten Sachen kann man wirklich gebrauchen. Und selbst diese Lippenpflege, die finde ich, also ich finde sie echt gut, muss ich wirklich sagen. Lipgloss, weiß ich jetzt noch nicht genau. Es sieht ein bisschen fleckig auch aus, keine Ahnung. Werde ich wahrscheinlich erstmal ausprobieren, mal gucken, wie es mir überhaupt gefällt oder so. Auf jeden Fall finde ich es ganz cool, dass man auch irgendwie mal Firmen, die man im Prinzip nicht im Laden findet, weil ich keine der Firmen Cream Planet Body Dingsbums, das habe ich schon mal gehört, aber alles andere habe ich noch nie gehört. Von daher auch echt mal eine gute Erfahrung, mal so Sachen auszuprobieren. Ich muss wirklich sagen, für 15 Dollar ist das ein sehr, sehr gutes Value. Also man bekommt echt viele Sachen und man kann viele Sachen ausprobieren. Also ich bin sehr zufrieden mit der Box, auch wenn mir jetzt nicht immer alles hundertprozentig zusagt, weil das geht auch gar nicht. Also vor allen Dingen nicht bei der Menge an Produkten geht das auch überhaupt gar nicht. Ja, aber ansonsten bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden damit und freue mich schon auf meine nächste EcoEmmy-Box. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich heute für euch, nein, von euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.